Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen in meinem Format Rolf Janssen-Rossek, Krankheitsdetektiv, Krankheiten unter der Lupe. Ja, ich bin Arzt und habe mich auch zum Detektiv entwickelt, weil ich glaube, wenn wir so viel lernen, wie wir das müssen in der Medizin, sind wir wandelnde Lexika. Wir müssen aber mehr sein. Wir müssen einfach detektivisch vorgehen, wie Sherlock Holmes, der damals eben halt auch alle seine Indizien mühsam zusammengetragen hat. Was prädestiniert mich dazu? Eigentlich die Ausbildung, die ich gemacht habe, nämlich die beiden Ausbildungen, in denen man am meisten auf die Zusammenhänge, auf die Umwelt und so weiter achten muss, auch die Kontakte, die man hatte als Mensch oder die Reisen, die man gemacht hat. Das ist also die Umweltmedizin und das ist eben halt die Tropenmedizin, die auch Teile Reisemedizin natürlich beinhaltet. Man sieht also, wo war man, die sogenannte Exposition, ob man in der Lounge gesessen hat, irgendwo draußen im Urwald oder hat eben halt möglicherweise Kontakt mit speziell verseuchtem Wasser gehabt oder hat aus einer falschen Quelle getrunken. Alles das sind wichtige Sachen. Und wir wollen den Krankheiten eben auf die Spur kommen durch eine Beobachtung mit der Lupe, etwas feiner hingucken, etwas tiefer blicken. Also, soweit dazu. Es geht los nach dem Intro. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses neue Sendeformat haben wir extra für Sie gegründet, damit Sie die Hintergründe einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen verstehen können. Der Infektionsdetektiv Rolf Janssen-Rossek ist Arzt, Umwelt- und Tropenmediziner und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für Sie und uns diese Sendereien zu machen. Mit über 50 Jahren Erfahrung mit Infektionen dürfen Sie eine anspruchsvolle Sendung erwarten. Deshalb sei hier hingewiesen, dass diese Sendung eine wichtige Seite für Betroffene aufzeigt, sich aber besonders an das medizinische Fachpersonal zur Anregung weiterer Labordiagnostik richtet. Und nun übergeben wir das Wort an Rolf Janssen-Rossek. Viel Vergnügen! Ja, heute ein spannendes, aber auch dramatisches Thema, von Geburt an krank. Ein wichtiges Thema, was uns zunehmend viel Kopfzerbrechen macht, aber wir haben natürlich immer wieder unsere Strategie. Wir suchen nach den Ursachen. Und hier ist es besonders schwierig, dass man nicht in die Falle gerät, zu denken, wenn das Kind eben geboren ist und ist auffällig. Das gibt ja schon viele Probleme. Es kann schon zu früh auf die Welt kommen. Das kann das sein, was die Engländer als small for date bezeichnen, wenn das Kind also nicht genügend Gewicht zugelegt hat. Das sind schon Probleme, wenn es auf die Welt kommt. Die können ja Ursachen haben. Werden die immer verfolgt, die Ursachen? Und wenn die Kinder dann auffällig werden, wir haben zunehmend 3-, 4-, 5-, 6-jährige Kinder in unserer Praxis, die eben sehr auffällige Symptome zeigen. Ja, das Katastrophale, wir hören dann aus dem Mund eines 3-Jährigen, ich möchte nicht mehr leben, ich wäre am liebsten tot. Oder sie kommen einfach mit ihrer Symptomatik, die sie haben, nicht klar. Dann ist immer die erste Frage, naja, das liegt vielleicht in der Familie. Es ist also immer wieder die Genetik. In die Genetik hat man genug Geld investiert, im Milliardenumfang. Mittlerweile ist es ja die Epigenetik, die die Forschungskosten abgelöst hat, sozusagen. Auch ein ganz wichtiges Feld. Aber es bleibt immer noch das klassische Bild der Infektionskrankheit, der möglicherweise auch konatal übertragenen Infektion. Wir erinnern uns an die Syphilis. Die Syphilis, ein Chamäleon unter den Infektionskranken oder bei den Krankheiten, wenn man reflektiert, überhaupt. Ganz wichtig, da war das ja bekannt und die alten Lehrer haben das noch sehr deutlich gemacht. Ich denke auch an die Lehrer meiner Mutter. Da war eben halt die konatale Syphilis noch die Katastrophe, wenn dann die Kinder mit Tonnenzähnen und Säbelbeinen auf die Welt kommen und die intellektuelle Entwicklung zurückbleibt. Dann fällt man nicht in die Falle, weil das so offensichtlich ist, dass man eben direkt auf die Idee kommt, zumindest als einigermaßen beschlagener Arzt, dass die Syphilis möglicherweise im Spiel war. Hätte man natürlich auch vorher ausschließen müssen, wenn die Frau schwanger wird. Dazu erstmal keine weiteren Kommentare. Aber wichtig für uns ist eben halt, wenn die Symptome nicht so dramatisch sind, wenn es nur Verhaltensstörungen, Entwicklungsstörungen sind, die sich insbesondere auf die Kognition beziehen, aber auf das Verhalten, obsessives Verhalten, auffällig in jeder Beziehung und vor allen Dingen diese Verzweiflung, die die Kinder zum Ausdruck bringen, teilweise auf katastrophale Weise, wie ich schon gesagt habe, dann muss man sich spätestens Gedanken machen, dass das über die Psychologie, aber auch über die Psychiatrie oder über die Psychotherapie weit hinausgehen kann. Nicht muss, aber ich sage immer, wir müssen die Lupe dann nehmen, wir müssen das Ganze unter der Lupe betrachten, müssen uns auch dann mit der Mutter beschäftigen und überlegen, gibt es denn eine Erkrankung überhaupt, die möglicherweise so übertragbar ist wie die Syphilis. Die Syphilis als konatale Syphilis führt eben halt zur Infektion des Embryo und damit zu den Symptomen teilweise, die ich beschrieben habe, die katastrophal sind und im Grunde ja kein gesundes Leben mehr ermöglichen.
Das ist allerdings hier anders und deshalb ist es so wichtig, dass man sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und nicht wieder alles psychologisiert, psychosomatisiert oder auch psychiatrisiert oder auch psychotherapeutisiert sozusagen. Das kommt nicht in Frage bei uns. Wir gehen den Ursachen auf den Grund. Und wenn wir dann auffällige Kinder haben und leider kommen die Eltern relativ spät dann in unsere Praxis, manchmal durchs Internet auf uns aufmerksam geworden, weil ich diese Themen eben artikuliere, dann fangen wir an und schauen eben halt, was die Mutter möglicherweise schon für Kontakt hatte im Sinne der Umwelt, im Sinne der Reisemedizin, der Tropenmedizin oder einfach der Infektologie oder Parasitologie. Und da gibt es eben leider Erkrankungen, die immer auf die Kinder übertragen werden können, nicht müssen. Aber bei der Syphilis zum Beispiel war das so, dass von 5 Kindern, die geboren werden, mindestens 2, wenn die Mutter eine Syphilis hat, in der Schwangerschaft eben infiziert werden und kommen dann schon als syphilitische Kinder auf die Welt. Nochmal, bei den Kindern, die nicht an Syphilis erkranken im Mutterleib, ist das nicht so dramatisch. Das fällt unter Umständen erstmal gar nicht auf, weil natürlich das Immunsystem zwar ja auch noch nicht reif ist des Kindes, aber möglicherweise sich dann schon darauf eingestellt hat und die Symptomatik erstmal ganz marginal ist, nicht auffällig, zumindest nicht in dem Sinne auffällig, dass man denkt, es wäre vielleicht während der Schwangerschaft was übertragen worden. Spätestens aber dann, wenn die Kinder erhebliche Auffälligkeiten zeigen, das geht bei Schlafstörungen los, das kann auch Schreikind sein zum Beispiel, das können andere psychologische Dinge sein oder eine deutliche Minderentwicklung des Kindes oder eben halt auch einfach das Unglücklichsein, will ich mal sagen, fast depressiv oder eben halt eindeutig leidend. Man sieht das am Gesichtsausdruck, an den Augen. Man hört es natürlich auch und viele Kinder ziehen sich auch total zurück. Sie sind nicht mehr zugänglich, weder den Anspornung sozusagen der Eltern, der Motivation, sei es jetzt Bewegung oder sei es auch irgendwelche Spiele oder möglicherweise auch Dinge, die intellektuell förderlich sind für das Kind. Das Kind kann also da überall nicht mithalten. Und jetzt fangen wir natürlich an, in die Tiefe zu gehen. Und es gibt wirklich Erkrankungen, die Borreliose ist eine davon. Zum Beispiel, da haben wir von gehört, ich habe also zum Beispiel eine Borreliose im Mutterleib erworben, komme auf die Welt, habe praktisch gar keine Symptome und jetzt kann es sein, dass durch eine Immunprovokation, wie das zum Beispiel eine Impfung darstellt oder natürlich auch durch eine Therapie, die notwendig ist, vielleicht hat das Kind auch noch Asthma und bekommt vielleicht Cortison. Das heißt, das Immunsystem wird geschwächt oder es ist im Stress, wie auch immer, durch die Ehe, durch die Verhältnisse zu Hause, das ganze soziale Umfeld, das kann die Kita sein, das kann später auch die Schule sein. Es kommt also zur Entgleisung eigentlich des Immunsystems und dann, wenn man die Immunkatze aus dem Haus nimmt, dann springen einem die Mäuse über Tisch und Bänke. Und genau das ist das Phänomen. Jetzt auf einmal wird das Kind auffällig. Mache ich jetzt die Anamnese, dann fällt mir ja gar nichts auf. Dann wird vielleicht gefragt, aus meiner Sicht, Hund, Katze zu Hause, nein. Vielleicht mal im Streichelzoo gewesen, auch nicht. Auf dem Bauernhof einen Urlaub gemacht, auch nicht. In irgendeinem Land gewesen mit tropischem Klima, möglicherweise Exposition zu Moskitos, die ungewöhnlich sind, die man bei uns gar nicht hat. Da kann man ja gar nicht an diesen Dingen erkranken, an den reinen Tropenkrankheiten. Vielleicht mal im Süßwasser gewesen, in irgendwelchen afrikanischen Ländern. Alles das, nichts. Die Anamnese ist leer. Und dann habe ich eben den Verdacht gar nicht. Die wenigsten denken daran und deshalb mache ich jetzt hier auch dieses Thema tagesaktuell, weil eben halt hier nachgedacht werden muss. Ich habe eben keine Zecke in der Anamnese, ich habe keine Flöhe, das Kind ist nicht gebissen oder gekratzt worden von der Katze oder möglicherweise auch vom Hund. Das kann ja durchaus auch Krankheiten übertragen. Hier muss ich also die Mutter befragen, was hat sie denn gemacht? Gab es sportliche Aktivitäten? Nehmen wir zum Beispiel mal Pferdesport. Ja, dann haben viele Mütter als 14-, 16-Jährige Pferdesport über Jahre betrieben. Die können potenziell Träger von Bornavirus sein. Auch Bornavirus wird übertragen auf das Ungeborene. Und dann kommt das Kind schon in der Bornavirus-Infektion ohne große Symptomatik auf die Welt. Und dann kann sich das, so wie ich gesagt habe, möglicherweise im Laufe der Zeit auch durch Stressoren, seien sie physisch, immunologisch oder psychisch, kann sich das entwickeln und plötzlich sind die Symptome da. Dann muss ich eben halt die Mutter befragen, intensiv, mache praktisch dieselbe Anamnese, wie ich die eigentlich beim Kind machen würde, wenn Zecken da sind und so weiter. Und dann bekomme ich unter Umständen einen kleinen Zusammenhang geboten. Also wäre das zum Beispiel ein Pferdekontakt, der eine Rolle gespielt hat im Rahmen der Kindheit oder möglicherweise auch in der beruflichen Tätigkeit, dann spielt das eine Rolle. Dann kann ich das über einen Bornavirus-Nachweis
kann ich das testen bei der Mutter und dann kann ich das Kind auch testen. Oder ich habe gesehen, die Mutter ist mit Katzen groß geworden oder vielleicht auf dem Land groß geworden. Die Oma hatte Katzen, alle hatten immer auf dem Bauernhof Katzen. Oder natürlich auch in Stadtwohnungen werden Katzen gehalten oder in der Nachbarschaft sind Katzen. Und dann ist die Frage, hat die Mutter sich infiziert? Das wäre also dann die zweite Erkrankung neben der Borreliose, die Bartonellose, die eine Rolle spielen könnte. Chlamydien und Mykoplasmen können eine Rolle spielen. Das heißt, ich kann mich ja als Kind nicht nur konnatal sozusagen im Mutterleib infizieren, sondern ich kann ja auch in der Austreibungsphase das an Keimen mitbekommen, was die Mutter in der Scheide hat. Hier wären chronische Ureaplasma, chronische Chlamydien, chronische Mykoplasmeninfektionen wohl an erster Stelle zu nennen. Auch das fragt man ab, das untersucht man bei der Mutter und dann natürlich, wenn man da was gefunden hat, kann man gezielt beim Kind untersuchen. Und das ist wirklich, um das nochmal zu sagen, die Falle, in die man tappen kann. Dann wird also unter Umständen jahrelang der heiße Brei sozusagen nicht angerührt. Man geht immer da herum, man versucht das mit der Pädagogik, mit der Psychologie, mit der Psychiatrie oder mit der Psychotherapie und hat aber da keinen Erfolg. Spätestens dann, wenn solche Versuche gemacht worden sind, ich würde sogar sagen, vorher sollte man die Ausschlüsse machen. Man fängt bei der Mutter an, man geht dann zum Kind und findet, und dann braucht man vielleicht nicht so eine breite Suche zu machen bei dem Kind, weil man sagt, ja, die Mutter war prädisponiert, die hatte diese und jene Infektion. Kann ja auch mal eine Tuberkulose sein, die eine Rolle spielt. Obwohl das eher abgegriffen wird, das wird eher auffällig, weil so eine stumme Tuberkulose ist nicht ganz so häufig, die sind meist hochsymptomatisch. Aber bei den anderen Erkrankungen, die ja auch in ihrer Chronizität heute nicht richtig erfasst werden, das bedeutet, wir haben schon Schwierigkeiten mit der Etablierung des Post-Lyme-Syndroms gehabt. Viele akzeptieren das bis heute nicht. Andere Experten, die eben auch weltweit unterwegs sind und die viele Patienten haben, die können immer wieder feststellen, dass Patienten, die eine nicht austherapiert oder vielleicht gar nicht behandelte Borreliose mit sich rumtragen, wenn man die entsprechenden Parameter, sei es Antikörper, sei es zelluläre Teste oder eben halt auch Immunteste macht, dann findet man da, dass das Immunsystem nicht in Ruhe ist, nicht im Ausgleich ist, dass wir ein Schiff haben, TH1, TH2, wir haben ja die vier Beine des Immunsystems, TH1, TH2, TH17 und TREC. Und wenn die eben halt nicht richtig funktionieren und im Ausgleich sind, also das Yin und Yang des Immunsystems, durch die Erreger, durch die chronische Inflammation, die aufgrund der chronischen Entzündung eben halt besteht und der chronischen Reaktion des Immunsystems, dann kann man auch hier direkte oder indirekte Hinweise finden, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wir haben das schon mal in einer anderen Sendung, haben wir das schon mal betrachtet. Es gibt einen Fall, der wird jetzt auch noch veröffentlicht, von über 20 Kindern, die eben halt offensichtlich mit Borna infiziert waren über die Schwangerschaft und schon eben halt im Alter von 6 bis 26 Wochen die Mutterbrust verweigert haben, also nicht mehr bereit waren, sie stillen zu lassen. Und das hat für einige Kinder schon den Tod bedeutet. Erst als die Infektologen, die sich speziell mit Borna-Virus beschäftigen, auf diese Kinder zugekommen sind und haben die untersucht, ganz gezielt konnte festgestellt werden, die wurden alle mit Borna wohl im Mutterleib infiziert und aufgrund der Infektion des limbischen Systems haben sie eben halt eine Verweigerungshaltung eingenommen, was das Essen angeht, also eine Essstörung eigentlich, die im Mutterleib erworben wurde. Und dann hat man eben halt festgestellt, wenn man die jetzt intensiv behandelt mit der adäquaten antiviralen Therapie, dann ist keines dieser Kinder mehr gestorben. Die Verhaltensweise konnte korrigiert werden. Das heißt, die Kinder haben die Mutterbrust dann wieder angenommen. Wenn man nur ein einziges Beispiel in dieser Art hört, dann muss es einem wirklich im Kopf heiß werden, wenn man Kinder sieht, wie wir die heute häufig sehen, mit den Lernstörungen, mit den unterschiedlichen Verhaltensstörungen, auch mit den Befindlichkeiten, die ich eben geschildert habe. Hier muss zwingend von jedem, egal ob Mutter, Vater, Verwandte, Arzt oder spezialisierter Therapeut oder Kinderarzt, auch Gynäkologe, man muss einfach diese Dinge kennen. Und ich versuche das ja zu vermitteln, auch in meinen Kursen, die ich online anbiete, damit eben alle Therapeuten, nicht nur die Ärzte, sondern auch Heilpraktiker oder vielleicht viele andere, die angrenzend eben halt an der Medizin sich als Therapeuten betätigen, über diese Dinge Kenntnis haben. Letztendlich gilt das ja auch für Psychologen insbesondere oder auch Psychotherapeuten, aber natürlich auch für Pädagogen. Gerade in der Sozialhilfe und im pädagogischen Bereich spielt diese Kenntnis eine ganz große Rolle. Also ich rate dringend, geht auf meine Internetseite rolfjansenrossek.de. Ihr könnt den Newsletter abonnieren und schaut euch das an, was wir immer aktuell veröffentlichen. Und ihr könnt auch möglicherweise Wege finden hier in meiner Internetseite, die für euch eine andere Perspektive bieten und die möglicherweise für eure Kinder eine Lösung darstellen. Deswegen, diese Problematik muss erkannt werden. Diese
Problematik muss abgeprüft werden. Erst dann kann man mit Fug und Recht sagen, wenn das alles negativ ist und wenn sich keine Spuren finden lassen, die letztendlich auf die Mutter und ihre Infektionen zurückgehen, dann kann man in Ruhe sagen, gut, dann machen wir die Psychologie, Psychosomatik oder eben halt Psychotherapie. All diese Dinge bieten dann Möglichkeiten, aber bitte vorher alles abklären. Also ganz wichtig, bleibt dran, gebt nicht auf. Und kommt wieder in mein Format, kommt wieder auf meine Sendung, denn wir nehmen wieder die Krankheiten unter diesem Aspekt unter die Lupe. Und beim nächsten Mal gibt es wieder ein spannendes Thema. Und wenn ihr Anregungen habt, schreibt mir das. Ich bin gerne bereit, auch eure akuten Themen, die euch beschäftigen oder euch vielleicht belasten, aufzugreifen und sie in einer Form zu vermitteln, damit ihr das versteht und neue Perspektiven findet. Denn am Ende soll stehen die chronische Gesundheit. Das ist entscheidend. Nochmal, der Tod ist nicht vermeidlich, aber chronische Krankheiten, die sind vermeidbar, wenn man auf die Suche geht und die Ursache findet und die dann beseitigt. In diesem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten spannenden Folge. Rolf Janssen-Rossek, Krankheitsdetektiv, Krankheiten unter der Lupe. Bis bald. Vielen Dank an den Infektionsdetektiv und Arzt Rolf Janssen-Rossek. Wenn Sie erweiterte Informationen zu diesem Thema suchen, dann besuchen Sie die Homepage www.rolfjanssenrossek.com. Hier finden Betroffene einerseits zahlreiche wertvolle weitere Informationen, andererseits aber können medizinische Fachkräfte sich vertieft mit diesem Bereich beschäftigen. Es ist uns wichtig, dass wir so wertvolles Wissen eines erfahrenen Arztes Ihnen vermitteln durften und hoffen, dass dieses Wissen nicht verloren geht, sondern durch Menschen wie Sie weitergetragen wird. Vielen Dank!